und herzlich willkommen zu DVS-TV. Mein Name ist Stella Kluge und ich bin für Sie auf der Schweißtech in Stuttgart unterwegs. Ich werde die Messeaussteller fragen, warum sie auf der Blechexpo und Schweißtech ausstellen. Wir sind hier bei Klos auf der Schweißtech und bei mir ist Stefanie Nüchtern. Frau Nüchtern, was sehen wir hier genau? Ja, an dieser Station sehen wir den Kirox QRH 280. Das ist unser neuester Schweißroboter. Dieser kleine, leichte und hochdynamische Roboter ist besonders geeignet für unsere Zellenlösungen. Durch seine kompakte Bauweise wird eine gute Zugänglichkeit in Vorrichtungen gewährleistet. Herr Paul, erklären Sie mir bitte mal den Tandem Weld. Der Tandem Weld gehört zu den Hochleistungsprozessen. Wir haben hier es mit einem Schweißprozess zu tun, wo zwei Drahtelektroden gleichzeitig unter einer Schutzgasdüse abgeschmolzen werden. Das heißt, ich habe zwei Stromquellen, zwei Drahtantriebe und in einem Schweißbrenner potenzialgetrennt zwei Drähte. Bedingt durch diese Potentialtrennung habe ich die Möglichkeit, beide Prozesse in allen Einzelparameter separat einzustellen und damit auch hohe Schweißgeschwindigkeiten bezüglich hoher Abschmelzleistung zu erreichen. Man kann sich vorstellen, wenn ich zwei Drähte habe, habe ich alles, was ich in der Eindrahttechnik habe, mal zwei. Frau Nüchtern, was ist das Besondere an diesem Ausstellerduo Blechexpo und Schweißtech? Durch den Zusammenschluss dieser beiden Messen werden für die Fachbesucher optimale Synergien geschaffen, sodass sich die Besucher auf beiden Messen über die verschiedenen Produkte und Dienstleistungen im Blech- und im Schweißbereich informieren können. Die Firma Sawyer stellte auf der Schweißtech ihr neues technisches Konzept für Koordinatentische vor. Der PTS 800 Easy Welder verfügt über ein von oben nahezu freischwebend aufgebaute Führungen. Da keine störenden Führungsachsen mehr vorhanden sind, kann der komplette, portalfreie Arbeitsraum für die Bauteilaufnahme genutzt werden. Eine enorme Arbeitserleichterung. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich der Bolzenschweißkopf nun vollkommen freischwebend über dem Werkstück bewegen kann. Das neue Konzept im kompakten und platzsparenden Design ermöglicht praxisorientiertes Arbeiten und eröffnet neue Möglichkeiten in der Fertigung. Herr Rimmrich, wir haben das Ausstellerduo Blechexpo Schweißtech. Was ist das Besondere an diesem Konzept? Ja, es ist generell so, dass es jetzt keine ganz spezialisierte Messe ist auf das Thema Schweißen und Schneiden, wie wir das natürlich von der entsprechenden gleichnamigen Messe her kennen, wo sehr, sehr stark ein Fachpublikum angesprochen wird. So haben wir hier eher eine Entscheider-Management-Messe. Was ist der Vorteil des Micromix gegenüber den Standardsystemen? Also wenn wir von den Standardsystemen sprechen, sprechen wir ja von einer stufengeschalteten Anlage. Und bei einer stufengeschalteten Anlage ist es meistens so, dass eine Lichtpunktcharakteristik hinterlegt ist. Der Lichtpunkt ist entweder hart, mittel oder weich. Bei dieser stufenlosen Anlage haben Sie die Möglichkeit, zwischen einem weichen Lichtpunkt und einem harten Lichtpunkt zu verstellen. Das funktioniert wie folgt, indem ich während des Schweißens mit der Lichtpunktdynamik oder die Lichtpunktdynamik erhöhe. Damit erziele ich einen härteren Lichtbogen, verringere ich diese Lichtpunktdynamik, wird der Lichtpunkt weicher. Ich brauche, und der Vorteil ist es, dass ich für bestimmte Aufgaben einen weichen Lichtpunkt benötige und für eine andere Aufgabe einen harten Lichtpunkt benötige. Sie haben jetzt hier mehrere Sachen stehen. Was sind die Unterschiede? Der Unterschied ist einmal, dass wir hier eine A-Anlage haben, das heißt, das Bedienfeld ist direkt in der Stromquelle. Hier haben wir die Möglichkeit am Koffer, das gleiche Bedienfeld, aber Sie haben jetzt die Möglichkeit, sag ich mal, mit diesem Koffer an einen bestimmten Ort zu gehen, ohne die Stromquelle mitzunehmen. Herr Rimmrich, was machen Sie denn da?
betrachte hier gerade die Schweißungen, die Sie gerade mit meinen Kollegen durchgeführt haben in unserem Q-Data Schweißdatendokumentationssystem. Und das befindet sich gerade hier neben uns. Ja. Wenn wir gerade zum Beispiel die aktuelle Normgeschichte mit der EN 1090 nehmen, die ab Mitte Juli für die Stahlbaubetriebe verbindlich wird, haben die ja auch die Anforderung, ihre Schweißprozesse und ihre Schweißungen zu dokumentieren. Kann man handschriftlich machen, ist aber natürlich ein Aufwand. Und die genaueste Aufzeichnungsmöglichkeit und Dokumentation hat man, wenn man direkt die Daten aus dem Schweißgerät abgreifen kann. Und die Micromic, die Sie gerade von meinen Kollegen vorgestellt bekommen haben, die ist ein voll digitales System, inverterbasiert. Und wir haben unsere Q-Data schon, das ist der Schweißdatendokumentation, voll integriert in dort mit drinnen. Wir können es also andocken über eine Schnittstelle. Und dann kann man quasi jeden in seinem Betrieb, der eine Lochanlage hat, sei es eine große industrielle oder die neue Micromic, sprich von der kleinen Schlosserei bis zum großen Stahlbaufirma, direkt Schweißdatendokumentation betreiben, ohne irgendwie andere größere Installationen noch machen zu müssen. Gibt es noch andere Sachen von Ihnen fürs Qualitätsmanagement? Ja, Qualitätsmanagement fängt ja, und das ist ja ein großes Thema bei der DIN EN 1090, fängt ja schon bei dem Gerät selber an, dass es eben auch, sag ich mal, Standard-Schweißprozesse besitzt, ne, die EN 1090 tauglich sind. Ja. Ansonsten hätte jeder Betrieb riesigen Aufwand damit, jede einzelne Schweiß- und jede einzelne Kennlinie, die er sich bedient, ja, quasi selber prüfen zu müssen, abwickeln zu müssen. Und daher hilft ihm zum Beispiel einfach schon beim Kauf einer Micromic die entsprechende WPS-Mappe, wie wir das nennen, mit allen Schweißanweisungen zu allen, letztendlich zu allen Schweißprozessen, die wir da auch auf der Anlage abgebildet haben. Er holt sich einfach die passende für ihn raus, hinterlegt es ja sich im Qualitätsmanagementsystem und ist damit auch anerkannt durch die ESI SLV Bach, hat er ein absolut zertifiziertes System, mit dem er seine EN 1090-Zulassung sehr viel leichter erwerben kann.